erst einmal dadurch, dass die Perspektiven erweitert werden. Wir sehen derzeit einen Diskurs, dass hauptsächlich eine militärische Logik dominiert und diese Verengung auf den militärisch-strategischen Bereich, die gilt es aufzubrechen. Und unser Buch ist ein Beitrag dazu, neue Perspektiven hier einzubringen. Friedensethik, das ist bereits angesprochen worden, bricht ein Stück weit die vorherrschenden Logiken in einem Krieg, auch die Sprachmuster, die dort vorherrschen. Und ein Beispiel dafür, das auch in den Beiträgen des Buches sehr gut zum Ausdruck kommt, ist, sie widersteht dem Verschwinden des Redens über die Menschenrechte bzw. über die Geltung des Völkerrechts im Krieg. Und Menschenrechte werden ja im Krieg über weite Strecken gebrochen bzw. nicht beachtet. Und in der Friedensethik versucht man das sozusagen wieder in Erinnerung zu rufen und einzufordern. Dazu ist vielleicht zu sagen, dass ja ein nicht geringer Teil von Geflüchteten in Europa derzeit auch dadurch, durch den Ukraine-Krieg, durch die Fluchtbewegungen im Ukraine-Krieg, Kriegsgeflüchtete sind. Das heißt Menschen, die aufgrund von Kriegshandlungen sich auf die Flucht gemacht haben. Das betrifft aber nicht nur Ukraine-Geflüchtete, sondern das betrifft genauso Menschen, die aus Syrien oder aus anderen nicht-europäischen Kriegsgebieten zu uns kommen. Und eine aktive und professionell geführte Flüchtlingsaufnahme führt dazu ein Stück weit die Konfliktdynamiken, die in einem Krieg ja auch exportiert werden, das heißt in andere Länder übertragen werden, zu dämpfen bzw. auch ein Stück weit aufzulösen. In diesem Jahr feiern wir den 300. Geburtstag von Immanuel Kant, der eine sehr wichtige und bis heute viel diskutierte Schrift verfasst hat vom ewigen Frieden. Und die Voraussetzungen, die er für einen ewigen Frieden darin nennt, sind heute noch gültig. Und es ist eine Aufgabe aller Gesellschaften auf allen Ebenen, von der Politik bis zur Zivilgesellschaft, da wesentliche Punkte davon umzusetzen. Und eine der wesentlichen Komponenten ist immer der Gerechtigkeit, der Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte. Und genau bei diesen beiden Punkten sehen wir, dass es in allen Konflikten daran sehr wesentlich mangelt. Und da sind alle Akteure aufgefordert, genau an diesen Stellschrauben immer wieder zu drehen. Praktische Friedensarbeit, die ja sehr stark durch die Friedensethik einerseits motiviert, aber eben auch orientiert wird, ist sehr stark mit der Situation der Zivilbevölkerung befasst, sowohl in Kriegen als auch eben in den Post-War-Situationen. Und hier geht es auch darum, den Blick auf Betroffene von Kriegshandlungen zu richten, die vielleicht nicht so sehr im medialen Fokus sind. Im Buch zum Beispiel, im Beitrag von Annemarie Sandscher, geht es um die Situation von Frauen in der Ostukraine, die mittlerweile ja zum größten Teil auch geflüchtet sind. Oder ein anderes Beispiel aus dem Ukraine-Krieg ist die Situation der Roma als Minderheit in der Ukraine, wo der größte Teil ebenfalls in die unterschiedlichsten europäischen Länder geflüchtet sind und die aufgrund der Fluchtsituation jetzt mit einer Doppeldiskriminierung konfrontiert sind. Zum einen gab es die Diskriminierungssituationen in der ukrainischen Bevölkerung oder aus der ukrainischen Bevölkerung heraus und zum anderen oft auch Diskriminierung, herrschende Diskriminierung gegenüber Roma im Ankunftsland, beispielsweise in Polen, ist es ein größeres Problem, wo sehr viele aus der
ukrainischen Roma-Bevölkerung hingeflüchtet sind. Da ist aktives Friedenshandeln, das eben auch ethisch orientiert und begründet ist, eine wesentliche Unterstützung, gerade für solche vulnerable Gruppen.